Hallo Messefreunde, hier ist Jake mit meinem siebten Sonntagsvideo 2017 und diesmal kommt das schon am Samstag raus, ausnahmsweise. Mitgebracht habe ich euch ein antikes Stück aus den 1920er oder 30er Jahren, also schon wirklich alt, und das kontrollieren wir jetzt mal, wie ich darauf gekommen bin. Einmal natürlich sieht man schon so ein bisschen vom Alter her die ganzen Spuren an der Scheide. Dieses richtig alte, benutzte Leder. Die Nähte, die aufgeplatzt sind. Die Nieten, die angefressen, aber noch ordentlich halten. Ja, und da steht einmal der Hersteller, das ist der Hersteller K-Bar. Und dann hat der Vorbesitzer sich verewigt mit einem Einritzen. Und da steht Friday Camp 28.07.38 GW. 28. Juli 1938 war ein Donnerstag. Vielleicht startete damals das Friday Camp von den Pfadfindern, wo er dabei war. Jedenfalls, das ist ein Jagdmesser, was auch als offizielles Pfadfindermesser der amerikanischen BSA, der Boy Scouts of America, herausgegeben wurde. Und das ist das K-Bar 598. Hier seht ihr die Werbung von den 1930er Jahren. Und hier seht ihr das Messer. Und da könnt ihr natürlich direkt identische Sachen oder sehen, dass es wirklich dieses Messer ist. Es fehlt nur die Klingenätzung, da war nämlich bei dem offiziellen Boy Scout Knife, Schießknife, dieses Wappen mit Adler, mit amerikanischer Flagge und der Pfadfinderlinie drauf. Und genauso war das auch auf der Scheide. Egal, es ist ein sehr schönes altes Stück. Hat auch zwei Klingenmarkierungen. Auf der einen Seite steht K-Bar, Registered US Patent Official oder so ähnlich. Und auf der anderen Seite steht Union Cutlery Company, Olean, New York. Ja, und wenn ich das mit diesem Hilfsmittel vergleiche, dann sieht man, da hat jemand die ganzen Klingenmarkierungen mal aufgeführt, wann die benutzt wurden. Da schreibt er für dieses K-Bar 1927 bis 1945 und Union Cutlery 1912 bis 1930. Analog, wenn diese beiden benutzt wurden, müsste es ja dann zwischen 1927 und 1930 hergestellt worden sein. Ich glaube aber, diese zweite Marke wurde noch etwas länger produziert, sodass dieses Messer vermutlich in den 1930er Jahren entstand. Und vielleicht hat der junge Mann das damals wirklich neu bekommen, der Pfadfinder. Ja, ich komme jetzt mal zu den Daten vom Messer. Es ist 23,5 cm lang. Also es sind auch die 9 3/8 in etwa von diesem offiziellen Messer Inch und hat eine Klingenlänge von 13 cm. Das entspricht ja auch 5 Inch. Die Klingenhöhe ist 2,2 cm und die Klingenstärke 3,8 mm.
Es wiegt 150 Gramm und die Scheide dazu 60 Gramm, macht dann zusammen 210 Gramm Gesamtgewicht. Ja, jetzt mal zum Aufbau. Wir haben hier eine Klinge mit verborgenem Erl hinten verschraubt. Klingendesign, flacher Rücken, ganz flacher Clippoint, bauchige Schneide, kurzer Ricasso-Bereich. Wir haben einen Flachschliff mit der eigentlichen Schneide, die ist ballig in dem Fall. Das kann aber auch mit der langen Nutzung zusammenhängen. Dann kommt ein kleines Messingparierplättchen, Spacer aus Kunststoff in Rot und Schwarz und dazwischen auch nochmal Messingplättchen. Der Griff mit den Fingerkonturen hier zum Knauf hin wiederholen sich die Spacer und dann haben wir diesen Aluminiumknauf mit Messing-Verschraubung. Ja, liegt gut in der Hand. Ist für Kinderhände in dem Fall auch gut geeignet gewesen und für meine kleinen Hände immer noch ganz gut nutzbar. Ist also nicht kopflastig, sondern eher, ja, Schwerpunkt liegt hier kurz vor dem Fingerschutz. Schönes gängiges Design. Und guter Zustand für dieses alte Messer. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, das K-Bar 598 altes Jagd- und Pfadfindermesser aus den 1930er Jahren. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis demnächst. Ciao Leute!